Herrlich, meine Freunde! Mein Name ist Tomageddon und willkommen zurück zu Outlast in der Nervenheilanstalt! Wir waren ja im letzten Part hier stehen geblieben. Wir haben eine mysteriöse geistige Gestalt gesehen und wir konnten einfach uns nicht erklären, was genau das für eine Gestalt war. Aber egal, wir müssen weiter gucken, wie wir hier vorankommen. Vor allem, da wir momentan relativ große Probleme haben, guck mal auf die Batterieanzeige. Oh, meine Facecam ist drüber. Wir haben auf jeden Fall nur noch eine. Und das ist nicht sonderlich gut. Wir haben gar keine, ehrlich gesagt, mehr. Wenn die Batterie leer ist, dann haben wir... Ich kann seinen Geist sehen. Von wem kann ich den Geist sehen? Mach mir keine Angst, Mann. Okay, wo es genau jetzt lang geht, ich habe keine Ahnung. Irgendwie vergesse ich es immer wieder. Boah, lecker. Hast du eine Batterie? Wäre ganz nett von dir. Aber anscheinend hat er keine Batterie. Mist. Okay, wir müssen jetzt ein bisschen nachdenken. Wie wir am besten sparsam mit der Batterie. Ach, der Typ lebt. Ich dachte, er wäre tot. Ja, man kann hier nicht mehr tot von Leben unterscheiden. Tot, Leben, tot, Leben, tot, Leben. Okay, wo sind wir jetzt wieder hier? Batterie, hast du eine Batterie? Anscheinend nicht. Wir brauchen Batterien. Komme, was wolle. Macht ihr gerade das, wofür ich es halte? Viel Spaß, Bruder. Viel Spaß. Aber denke mal dran, ungeschützt ist nicht gut. Okay, am besten schauen wir mal, wo es jetzt lang geht. Wir haben wieder eine Batterie aufgesammelt, was ich extrem gut finde. Hier ist auf jeden Fall die Tür verbarrikadiert worden. Also da können wir auf gar keinen Fall lang. Und wow, ist hier viel Blut auf dem Boden. Wow. Dem fehlt der Kopf. Okay, es scheint ganz stark danach auszusehen, als wenn wir hier lang müssten. Spiel speichert und... Nein. Ich könnte schwören, ich habe Specky Mac Speck Speck gehört. Ich bin mir gerade aber bei weitem nicht sicher. Oh nein, ich habe ihn wirklich gehört. Leute, ich habe Specky Mac Speck Speck gehört. Ich habe ihn, glaube ich, gerade gesehen. Oh oh. Specky Mac Speck Speck ist immer so ein Gast, den man eigentlich nicht haben will. Also wenn ich mal Weihnachten feiern sollte, werde ich ihn nicht einladen. Tut mir leid, Bruder, aber ich glaube, hier geht's hoch. Sieht auf jeden Fall stark danach aus. Outlast ist ein Spiel, wo man immer weiß, wo man lang muss. Zum Glück. Okay. Unsere Finger fehlen immer noch. Ich glaube, wir müssen jetzt irgendwie hier lang. Würde auf jeden Fall Sinn ergeben, wenn wir hier lang müssten. Gut, wir müssen hier lang. Gut, Specky Mac Speck Speck ist wahrscheinlich noch da unten. Sucht die nächste Macis-Filiale in der Nähe. Aber anscheinend gibt es hier keine nächste Macis-Filiale in der Nähe. Vielleicht denkt er auch, wir sind McDonalds-Mitarbeiter und verfolgt uns deswegen. Dann würde alles auf einmal Sinn ergeben. Es ist wie in Mathe, wenn man auf einmal was versteht. Es ergibt alles Sinn. Okay, weiter geht's. Also die Formel, die wir momentan haben, ist Specky Mac Speck Speck hoch 2 plus McDonalds hoch 2 und wenn wir daraus die Wurzel ziehen, gleich Frieden. Aber Specky Mac Speck Speck hoch 2 minus McDonalds hoch 2 und die Wurzel davon ziehen, ergibt gleich Hass plus 3 auf Thomas. Also Hass hoch 3. Runter geht's. Runter. Kannst du bitte runterspringen? Gott, war das ein Fehler? Ah, ich habe keine Ahnung. Ich lass mich mal am besten überraschen. Wir sehen nichts außer den Donner, beziehungsweise den Blitz eher gesagt. Okay, wir beruhigen uns wieder. Wir haben gerade einen tiefen Sprung hinter uns, aber das ist kein Grund hier. So viele Leichen sind hier draußen. Was ist mit den ganzen passiert? Folge dem Licht, aber ich sehe kein Licht. Ich sehe Licht. Ich habe Licht gesehen. Oh oh. Specky Mac Speck Speck. Oh Gott, ich habe keine Ahnung, wo er ist. Ich habe keine Ahnung, wo er ist. Ich sehe ihn nicht mehr. Ich hoffe, er läuft mir noch gerade hinterher. Ich hoffe, er läuft. Oh, es ist so dunkel. Es ist so dunkel. Wir haben ihn schön ausgekontert. Lauf, 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 lauf. Oh Gott. Frame Drops des Todes. Aha, du hast aber echt schöne Beine. Na, Baby. Baby, Baby, one more time. Ah. Wir sollten eindeutig hier weggehen, okay. Wir lassen Specky Mac Speck Speck mal in Ruhe, wobei ich ihn sehr gerne provozieren würde. Kann er sich nicht ducken? So fett ist er jetzt auch nicht, oder? Okay, anscheinend ist er nur zu blöd dafür. Eieiei. Da liegt auf jeden Fall sehr viel Blut. Blut. Platz.
Kann man hier durch die Tür? Nein. Warum wurde es gerade so rot? Schon wieder Bugs. Ich habe so viele Bugs schon in diesem Spiel entdeckt. Also Red Barrels könnte mich echt fragen. Dann erzähle ich denen, was für Bugs ich schon mal hatte. Oh. Ja, Pool Party. Pool Party. Keine Pool Party? Keine Pool Party, Jungs? Okay, keine Pool Party. Dann lassen wir es mal am besten. Wir lesen uns einfach mal am besten die Notiz durch. So viel Blut im Wasser, ich kann es riechen. Als hätte ich wie im Kindergarten einen Penny in den Mund gesteckt. Das Wispern ergibt mehr Sinn. Ich halte Ausschau nach atmosphärischen Störungen. Es ist wie ein Jucken. Ja, ich kenne das auch mit den Jucken. Wenn man Sport hatte und sich danach nicht duschen gegangen ist, dann... Ja, nächste Batterie, nice. Dann kann das schon mal jucken. Okay. Wir haben wieder eine Batterie, das ist schon mal sehr schön. Ich glaube, es geht hier hoch. Würde auf jeden Fall Sinn ergeben, wenn es hier hochgehen würde. Okay. Hoch geht's, durch geht's. Und schon wieder so eine rote Atmosphäre. Aber warum ist alles rot? Oh, hier war Dings. Der Onkel Doktor, oder nicht? Ich meine schon. Okay. Vater Martin! But not yet. Even Abraham had to cast his eyes to the ground. But soon, soon, this way, Revelation is at hand. Okay. Benutze die oberen Stockwerke, um zu Vater Martin zu gelangen, okay? Du hast dich rein zufällig auch eine Batterie, die du dir irgendwie gesnaggelt hast, obwohl du die nicht brauchst. Ah, das sieht schon wieder spaßig aus. Aber hier ist ein bisschen Licht. Ich mag Licht. Oh, nächste Batterie. Ich fühle mich gerade wie an meinem Geburtstag. So viele Geschenke. Ach Mann, ey. Warum müssen wir Vater Martin folgen? Ich verstehe das nicht so ganz. Ich meine, Vater Martin ist zwar ein echt schicker und cooler Dude, aber... Dennoch, wäre mir mein Leben... Steht da jemand? Oh. Da spielt wohl gerade jemand COD und hat rumgeraged und seinen Controller gegen die Tür geworfen. I feel you, my bro. Wobei ich kein COD spiele. Aber ich habe mal eine Zeit lang FIFA gespielt. So habe ich mich auch immer gefühlt. Wenn man in der 90. im Endeffekt einen kassiert. Aber ich frage mich, warum hier gerade so eine rote Atmosphäre ist. Ist das ein Bug oder ist das jetzt wirklich so gepatcht worden? Eieiei. Ich ahne Böses. Ich ahne Böses. Wo sind wir jetzt hier? Ja. Wir haben uns wieder eine Notiz gemacht. Notizen sind hier im Spiel wichtig, habe ich gehört. Eine dunkle Ecke hier. Stellen wir uns mal hin und lesen uns die Notiz durch, die wir gemacht haben. Nee, Dokumente nicht, Notizen. Das Geräusch in der Maschine ist wie das Geräusch in meinem Kopf, wenn der Wallrider erscheint. Ich blinzele und sehe atmosphärische Störungen und etwas anderes. Etwas Glattes und Dunkles, das hinter meinen Augenlidern auftaucht. Mich mit Organen anstarrt, die ich mir nie hätte vorstellen können. Aber das Geräusch stammt auch aus der Maschine. Es kommt von hinter der Wand. Ich kenne es. Okay, wir haben auf jeden Fall schon mal viel erlebt hier im Spiel. So viel ist klar. Wieder eine Batterie auf dem Boden? Nein, okay. Also ich kann mich noch dran erinnern. Boah, mein Auge juckt die ganze Zeit. Das heißt, nichts Gutes auf jeden Fall. Wir machen mal die Tür zu. Ich will nicht, dass uns irgendwer hinterherkommt. Ich kann mich nur noch ein bisschen dran erinnern, dass jetzt irgendeine böse Stelle kam. Mit böse meine ich auch böse. Oh Gott. Hier sind nicht umsonst so viele Schränke. Eventuell hier hoch. Ich gehe mal hier hoch. Geh hoch. Geh hoch, geh hoch. Oh Gott. Planänderung. Wir springen da hoch. Eine Akte aber. Cool, 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 cool. Akten sind immer gut. Kurze Einführung in die Rollrider. Okay. Wie immer, Video pausieren. Ich mache wieder sexy Posen. Weiter geht's. Diese kurzen Störungen für die sexy Posen müssen natürlich sein. Okay. Hallo, hier ist der Thomas. Ich nehme gerade alles mit meinem Camcorder auf, den ich von meiner Mama zu Weihnachten geschenkt bekommen habe. Der hat Nachtsicht, ist das nicht cool?
Also wenn ihr meinen Camcorder unbedingt wollt, kann ich euch meinen Camcorder geben. Ich habe kein Problem zu teilen. Ich teile gerne. Ach Gott, hier sind wir hergekommen. Die Question ist momentan... Ah, komm, wir wechseln schon die Batterie. Ich kann mich noch daran erinnern, dass es irgendeine Verfolgungsjagd kam. Hi. Viel Spaß auch beim Rumaufregen. Okay, wir schauen uns jede Ecke hier im Spiel an. Auch diese Ecke. Diese Ecke kann besonders sein. Eine Batterie, nice. Okay, momentan bekommen wir extrem viele Batterien. Okay, hier waren wir vorhin draußen, cool. Da war das Blutbad. Kann ich mich noch so gerade so erinnern. Hier ist ein umgeschmissener Rollstuhl wieder. Umgeschmissene Rollstühle kennen wir ja. Können wir da hochspringen? Archipenya! Ja, tatsächlich, okay. Und wieder ein Pfeil an der... Oh Gott, an der Wand. Und ihr wisst ja, wie das Motto des Spiels lautet. Follow the blood. Okay. Am besten Tür zu und wir schauen mal, wo es jetzt lang gehen kann. Gute Frage. Nächste Frage. Ich fühle mich gerade wie bei der Sendung Wissen macht A. Aber eine schöne Softbox. Naja, normale Lampe. Wie ich sie hier habe. Wallrider. Vater Martin! Hallo, Vater Martin! Bitte bleiben Sie stehen! I can't the time of my life. Ich brauche irgendein Lied, wo I miss you vorkommt, aber ich kenne momentan kein Lied, wo I miss you vorkommt. Zumindest ist nicht im Refrain. Oh, jetzt kommt wirklich eine böse Stelle. So viel kann ich schon mal sagen. Eine Stelle, die ich abgrundtief hasse hier im Spiel. So viel kann ich schon mal sagen. Verfolgungsjagden über Verfolgungsjagden. So viel kann ich schon mal sagen. Tür schon mal vorsichtig öffnen. Okay. Die Schränke sind ja auch nicht umsonst. Ah, Gott, meine Nase juckt und ich brauche drei Hände. Oh Gott, der Finger fehlt immer noch. Verbluten wir nicht? Verbluten ist doch das größte Risiko, wenn man einen Finger abbekommt. Ja, keine Ahnung. Okay, was genau ist das hier? Eine Sicherung für einen Wäscheschacht, okay. Drive in the nails. Fahr in die Nägel. Okay. Aber schon wieder religiöser Standpunkt hier. Und zwar haben wir auch im Outlast 2 Teaser ja schon gesehen, dass da umgedrehte Kreuze sind. Hier auch nochmal. Naja, können wir über Kerzen gehen? Cool, wir können sogar auf Kerzen stehen. Nice. Okay, die erste Sicherung haben wir schon mal. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir gerade auf Albtraum spielen. Albtraum oder wahnsinnig? Albtraum, wahnsinnig noch nicht. Überall können hier Dudes sein, überall. Vor allem wollen die mich alle boxen, das ist voll gemein. Ich hab dir nichts getan. Ich hab dir nichts getan. Nichts. Die sind einfach so gemein zu mir. Ah Gott, wir brauchen den Schlüssel, ne? Dafür brauchen wir also die drei Sicherungen. Okay, los geht's. Die motherfucking Stelle des Spiels ist gekommen. Ich hasse diese Stelle abgrundtief. Weil nicht einer ist, der dich verfolgt, sondern zwei. So viel kann ich schon mal sagen. Oh Gott. Ah, das meinte ich. Mama. Oh Gott, den habe ich gar nicht gesehen. Den habe ich gar nicht gesehen. Aber dafür habt ihr einen männlichen, pornösen Schrei von mir gehört. Okay, so weit kommen die also nicht. Hier sind wir sicher. Das ist die Schande hier an dieser Stelle. Man weiß nie, wo die sind. Bei den anderen Stellen im Spiel weißt du wenigstens, wo dein Gegner ist. Hier nicht. Hier läufst du ihm ins Gesicht. Oh. Huh? Links ging es nicht lang, aber hier und wieder links, ne? Der Weg kann schon gruselig sein.
Ah? Okay. Wo ist denn? Wo ist denn? Wo ist denn? Batterie. Oh Gott, geh doch weg! Was, wenn ich mich in den Kampf stelle? Na! Okay. Ich habe eine Idee. Wie schlau die Idee ist, wird sich jetzt rausstellen. Und zwar den Schrank. Oh, nimm den Schrank. Das geht nicht. Okay. Er hat anscheinend aufgegeben. Einmal wurden wir getroffen. Oh Gott. Invite the Roll Rider. Lade den Roll Rider ein? Was, wenn wir nicht wollen, dass der Roll Rider eingeladen wird? Ah. So viele Dinge in diesem Spiel, die man nicht will. Aber gut, zwei Sicherungen haben wir jetzt im Endeffekt. Eine Batterie liegt im Flur. Die würde ich sehr gerne mitnehmen. Die nehme ich auch mit. Da kann der Typ mir nicht entgegenkommen. Da komme ich ihm entgegen. Ja, ich komme jetzt entgegen. Hoffentlich backt er jetzt nicht vor der Tür fest. Das ist mir auch schon mal passiert. Das war extrem blöd. Vorsichtig. Dahin ist er. Box mich! I feel you, my boy! Okay, wir dürfen nicht noch einmal getroffen werden. Noch einmal getroffen, gleich tot. Und tot gleich böse. Und wisst ihr, warum tot hier böse ist? Weil wir dann die Sicherung nochmal holen müssten. Oh, ich mag die Stelle überhaupt nicht. Ich habe immer Herzrasen. Oh Gott. Ich habe schon viele Horrorspiele in meinem Leben gespielt, aber diese Stelle macht mich jedes Mal fertig. Okay, wir warten jetzt. Machen eine Lagebesprechung. Also was ich euch schon mal spoilern kann, weil ich mich an diese Stelle super erinnern kann, weil ich die Stelle immer gehasst habe, ist, in diesem Raum, wo der herkam, da ist noch einer. Und dann sind zwei Gebrüder Grimm da. Das sind nicht die Gebrüder Grimm, die Original, die Nackten. Die sind nur halbnackt. Deswegen nennen wir sie, Dick und Doof. Wobei die beide dünn sind, ja. Verdammt. Egal, wir denken uns schon irgendeinen Namen aus. Erstmal müssen wir schauen, wo die sind. Der eine kommt da. Die Chance nutze ich. Ja, schön. Schön, 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 schön. Einen Schlag kann ich ja nehmen. So viel weiß ich. Hi. Tschüss. I feel you, my boy. Jetzt kommt er uns entgegen, ne? Jetzt kommt er uns entgegen. Wir haben eine ganz schöne Ausdauer. Okay. Wir leben noch. Und ich würde sagen, das war's mit dem heutigen Part von Outlast. Und ich sehe dich im nächsten Part. Bye, bye.